بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister im Islam. Wir haben heute ein bisschen Zeitdruck, weil wir nun genau eine Stunde Zeit haben und wir müssen mit allem heute abschließen, mit Fragen bis zum Isha-Gebet inshallah ta'ala. Deswegen wollen wir gleich bi'iznillah azza wa jal zum Thema kommen. Und zwar wollen wir heute inshallah die zweite Hälfte von Surat Al-A'la besprechen. Vielleicht noch mal kurz zur Zusammenfassung. Und zwar, wir haben uns ja das letzte Mal mit der ersten Hälfte von Surat Al-A'la, der höchste, Surah Nummer 87, beschäftigt gehabt. Und wir haben aufgezeigt gehabt, dass es sich hierbei um höchstwahrscheinlich eine mekkanische Surah handelt. Und sogar um eine Surah, welche in der Chronologie der offenbarten Suren an Nummer 8 steht, anstelle Nummer 8 steht, also gehört sozusagen zu den relativ frühen Suren. Und wir haben aufgezeigt gehabt, dass es in dieser Sura um grundlegende Themen geht. Es geht zunächst erst einmal um den Tauhid. Und hier haben wir die ersten 5 Verse. Und ich wiederhole sie noch einmal, inshallah ta'ala, in Übersetzung direkt: Preise den Namen deines höchsten Herrn, der erschafft und dann zurechtformt und der das Maß festsetzt und dann recht leitet und der die Weide hervorbringt und sie dann zu dunkelbrauner Spreu macht. Und wir haben aufgezeigt gehabt, warum unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gerade diesen ersten Vers direkt im Gebet umgesetzt hat und von uns verlangt hat als Muslimen, dass wir ihn auch im Gebet umsetzen wollen. Nämlich, سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. Und er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, اِجْعَلُوهَ فِي سُجُودِكُمْ. Also nutzt das, was Allah Ta'ala hier verlangt, in eurem Sujud, indem wir nämlich sagen, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى. Das sagen wir immer im Sujud. سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى. Und dass dann auch Allah Subhanahu wa Ta'ala erklärt, warum er Al-A'la, der Höchste, ist. Und warum er der Herr ist und der höchste Herr ist. Und dann die verschiedenen Eigenschaften der Rububiyya in den darauffolgenden Versen erwähnt werden, dass Allah Ta'ala erschaffen hat, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala die Dinge bestimmt hat und festgelegt hat und dass Allah Subhanahu wa Ta'ala die Geschöpfe versorgt. Und dann diese schöne Überleitung von der ersten Passage dieser Sura, von dem ersten Abschnitt dieser Sura zu einem anderen ganz wichtigen Punkt, nämlich zu dem Verborgenen. Mit den Worten Allah subhanahu wa ta'ala in Vers Nummer 5, فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى und sie dann zu dunkelbrauner Spreu macht, liegt ein ganz geheimer Hinweis darauf, dass Allah ta'ala uns hier auf das Jenseits aufmerksam machen möchte, dass all das, was in der Dunya ist, vergänglich ist und dass es mehr als diese Dunya gibt. Um jetzt überzuleiten zu der Offenbarung. Und dass der einzige Weg, um das zu verstehen, was Allah wirklich vom Menschen möchte, die Offenbarung ist. Und Allah jetzt im nächsten Abschnitt über die Offenbarung spricht, die er bewahren wird. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى. Wir werden dich lesen lassen, also die Offenbarung, verkünden lassen und lesen lassen. Und dann wirst du nichts vergessen. Allah wird sie bewahren. Außer dem, was Allah will. Er weiß her, was laut vernehmbar geäußert wird und was verborgen bleibt. Und nachdem Allah Ta'ala hier über die Offenbarung spricht, spricht er noch einmal über die wahre Beschaffenheit dieser Offenbarung. Allah Ta'ala ergibt ihr jetzt eine Eigenschaft, ein Attribut. Indem er nämlich zu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam spricht, وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, und wir werden dir den Weg zum Leichteren leicht machen. Und was hatten wir gesagt über das Leichtere? Was sagen die Koran-Interpreten über die Bedeutung von dem Wort das Leichtere, al-Yusra, in diesem Kontext? Was hatten wir erwähnt gehabt? Wer kann sich erinnern? Von den Schwestern, wer kann sich erinnern? Was hatten wir gesagt gehabt letztes Mal über al-Yusra? Ja. Ja, es handelt sich dabei um die Scharia, das heißt um den Weg, den Allah Ta'ala für die Menschen vorgeschrieben hat, durch seine Offenbarung. Das, was wir heute Scharia nennen, dass sie leicht ist, eine Erleichterung ist für die Menschen. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى.
Und wir haben kurz auf die unterschiedlichen Aspekte dieser Erleichterung eingegangen. Und jetzt, nachdem meine geehrten Geschwister Allah subhanahu wa ta'ala in diesen ersten Abschnitten der Sura über den Tawhid gesprochen hat, über die Offenbarung gesprochen hat und über das Verborgene und über die Beschaffenheit dieser Offenbarung, spricht jetzt Allah ta'ala im kommenden Abschnitt über etwas anderes. Und zwar in Form einer Aufforderung. Und zwar zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala jetzt auf, was die Pflicht eines jeden ist, der diese Offenbarung empfang und verinnerlicht hat. Und der Erste, der sie empfangen hat, war wer gewesen? Unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er war ja der Erste, der daran glauben musste. Er musste erst einmal selbst verinnerlichen, dass es sich wirklich hierbei um eine Offenbarung von Gott handelt. Und nicht um eine Einflüsterung vom Shaitan. Ich meine, wie viele Menschen gibt es auch heutzutage, welche glauben, sie wären Gottes Gesandte? Wir haben es einmal erlebt in Dar es Salaam, da kam einer und der hat uns dann dazu aufgefordert, dass wir ihm glauben sollen und hat dann in Gedichts, in sozusagen Prose, in hier Reim, Gedichtsversen gesprochen, ja? Und hat dann auch eine eigene Homepage auf, erstellt, wo er die Menschen einlädt. Ja, es gibt solche Leute, die glauben, sie sind Gottesgesandte. Ja, das sind Einflüsterungen. Ja, sie haben keinen Beleg dafür. Nichts deutet darauf hin, dass sie wirklich Gottesgesandte sind. Nichts, weder ihr Charakter, noch wie sie sprechen, noch wie sie sich verhalten, noch irgendetwas. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er musste das erst einmal selbst verinnerlichen. Und als er es verinnerlicht hat, hat er verstanden, was seine Aufgabe ist, nämlich diese Botschaft Allahs zu verkünden. Und Allah Ta'ala erfordert dies von ihm mit den Worten Fadhakkir, so ermahne, so wortwörtlich übersetzt, so erinnere. Dhakara, tadhakkara im Arabischen bedeutet, dass ich mich an etwas erinnere. Und deswegen kommt ja auch der Begriff Dhikr. Was ist Dhikr? Gedenken, wir sagen Gedenken Gottes. Ich denke an Gott. Ich erinnere mich. Ich denke an Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und es ist ein sehr, sehr interessanter Ausdruck. Allah Ta'ala, er sagt nicht beispielsweise, was typisch ist eigentlich für das Wort ermahnen. Im Deutschen würde man eher sagen, wa'adha. Im Arabischen, wa'adha bedeutet was? Ermahnen. Mau'idha, wa'adh ist eine Ermahnung. Beispielsweise in türkischen Moscheen, ja, gibt es ja immer neben dem Mimbar noch einen sozusagen zweiten Podest, auf den dann der Hodja sitzt, in der Regel am Freitag oder zu bestimmten Anlässen. Und den benutzt er zum sogenannten Waz. Die türkischen Geschwister kennen das Waz. Ja? Also ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche im Türkischen, aber es wird dann Waz gesagt sozusagen. Das ist der extra Podest, ja, für die Ermahnung. Aber interessant ist, Allah Ta'ala, er benutzt hier das Wort Dhakkir. Und ich habe heute mal darüber so nachgedacht, warum benutzen Allah Ta'ala Dhakkir? Allah subhanahu wa ta'ala, er benutzt Dhakkir, um uns noch einmal einen Hinweis zu geben darauf, wie der Mensch eigentlich zu der Erkenntnis gelangt, dass es einen Gott gibt und dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Das erste ist, was? Und davon macht Allah ta'ala abhängig, ob er die Menschen am jüngsten Tag für ihren Glauben oder Unglauben zur Rechenschaft ziehen wird oder nicht, ist die Offenbarung. Und gleichzeitig, jetzt im darauffolgenden Vers, durch das Wort Zekir, macht Allah Ta'ala auf etwas anderes, auf diese zweite Methode, diesen zweiten Weg aufmerksam, zu dem die Menschen zur Erkenntnis gelangen. Wir hatten das letzte Mal kurz erwähnt gehabt. Und zwar durch die Zeichen Allahs in seinem Universum. Durch das Nachdenken. Und dementsprechend benutzt Allah Ta'ala das Wort Dhakkir, erinnere die Leute. Warum? Weil im Grunde genommen jeder Mensch eine Fitra hat. Eine natürliche Veranlagung. Fitra Allahi allati fatara an-nasa alayha. Die Fitra Allahs, mit der Allah die Menschen erschaffen hat. Diese natürliche Veranlagung. Jeder Mensch hat sie in sich und trägt sie in sich.
Und immer wieder, wenn du irgendwo bist, irgendwelche Situationen in deinem Leben hast, ja, wirst du durch diese Fitra an was erinnert? Ah, es gibt einen höheren Sinn im Leben. Ich kann das vielleicht nicht genau definieren, aber es gibt viele Menschen, die areligiös aufgewachsen sind, die nie mit Religion in Kontakt gekommen sind und trotz alledem in ihrem Inneren irgendwie das Gefühl haben, da gibt es etwas Höheres, was sie nicht genau definieren können. Und deswegen Allah Ta'ala benutzt Dhikr, erinnere sie. Warum? Weil jeder Mensch, bevor er überhaupt erschaffen wurde, vor Allah Subhanahu wa Ta'ala ein Zeugnis abgelegt hat. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ أَنْ تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Und einst nahm dein Herr von den Kindern Adams, von ihren Rücken, مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, ihre Nachkommenschaft, und ließ sie gegen sich selbst bezeugen. Bin ich nicht euer Herr? Sie sagten, guck mal, in der Vergangenheitsform, in Präteritumform, ja? Doch, du bist es. Damit ihr nicht am jüngsten Tag, also Allah oder die Engel antworten, damit ihr nicht am jüngsten Tag sagt, wir sind diesbezüglich rafil gewesen, also unachtsam gewesen. Wir haben das vergessen, wir wussten das nicht. Allah Ta'ala hat dir eine Fitra gegeben. Und durch diese Fitra hast du in deinem Inneren die Möglichkeit, mit den Fähigkeiten, die dir Allah gegeben hat, die Dinge aufzunehmen, entweder durch deine Augen oder über deine Ohren. Durch diese Fähigkeiten hast du die Möglichkeit, mit der Fitra gemeinsam dann zu der Erkenntnis zu gelangen, es muss etwas Höheres geben. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die richtige Offenbarung. Und die hat Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben. Und deswegen, verweckt, erinnere die Menschen. Und dementsprechend, ich habe schon sehr oft erlebt, dass man mit Menschen spricht, die gerade erst sozusagen den Islam kennenlernen und sagen, subhanallah, als ich das gehört habe, ja, was die Muslime mir erzählen, hatte ich das Gefühl, das habe ich schon immer geglaubt. Habe ich schon sehr, sehr oft gehört. Das habe ich schon immer geglaubt, das ist gar nicht neu für mich. Das ist meine Überzeugung, die eigentlich jetzt nur bestätigt wird. Und dementsprechend verweckt. Wir müssen die Menschen nur daran erinnern. Wir müssen die Botschaft an die Menschen tragen. Das ist unsere Aufgabe. Sie zu erinnern an das, was eigentlich in ihren Herzen vorhanden ist. Wir müssen nur diese Schichten abtragen. Die Geschichten entweder der Erziehung. Ja, da gibt es den Teil der Erziehung. Ja, der gesellschaftliche Einfluss. Und deswegen unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er beschreibt das sehr, sehr schön. Indem er nämlich sagt, sallallahu alaihi wa sallam, ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra. Es gibt kein Kind, was auf die Welt kommt, welches nicht mit der Fitra, mit dieser natürlichen Veranlagung, auf die Welt kommt. Fa'abawahu yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Und die Eltern, sie erziehen dann dieses Kind, entweder zu einem Juden, zu einem Christen, zu einem Zoroastrier, je nachdem halt. Die Kultur, die Erziehung. Ja? Und diese Schichten, die müssen abgetragen werden. Und wir müssen dann zum Kern, zum eigentlichen Kern gelangen, indem wir die Menschen erinnern, verweckt. Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was jetzt kommt. Verweckt in nafa'ati dhikra. So ermahne, so erinnere. Wenn die Ermahnung nützt, das ist sehr, sehr interessant, weil über diesen Vers haben die Gelehrten lange gesprochen. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass die Gelehrten jetzt über diesen Zusatz so lange diskutiert haben. Doch, weil was bedeutet denn das jetzt konkret? Heißt das, dass ich nur dann ermahnen soll, wenn ich das Gefühl habe, dass es etwas nützt? Ja, woher weiß ich denn, ob es nützt oder nicht? Ich meine, jemand wie Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, die Leute haben über ihn gesagt, er wird der Esel von Umar ibn Khattab, auf dem er reitet, sozusagen Muslim als Umar selbst. Das heißt, dass manche Leute beispielsweise sich wirklich, also die ganze Zeit mit irgendwelchen Atheisten oder Überzeugten sozusagen, also auch Christen, die missionieren, beschäftigen und immer sich Debatten führen, tagtäglich, ja, und damit eigentlich ihre Zeit verschwenden.
Und genau das ist es, was jetzt diese Meinung auch besagt, die den Vers so interpretiert. Beschäftige dich lieber mit Menschen, welche offen sind, welche bereit sind, dir zuzuhören, anstatt deine Zeit zu verschwenden mit Menschen, die nicht bereit sind, dir zuzuhören. Und genau das ist es, was wir auch entnehmen aus der Geschichte, die wir in Bezug auf Surat Abasa haben. Und zwar, wo unser Prophet sallallahu alaihi wasallam von Allah subhanahu wa ta'ala getadelt wird, weil er sich abgewandt hat von einem blinden Muslim, Abdullah ibn Maktum, der zu ihm kam, um sich läutern und ermahnen zu lassen. Und Allah ta'ala ertadelte ihn. Warum? Weil er nämlich sich lieber mit den Anführern der Quraysh beschäftigte und mit ihnen Da'wah machen wollte, die aber ganz klar gegen die Botschaft waren und die nicht aufrichtig waren. Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Abasa wa Tawalla dann unseren geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier getadelt und mir aufgezeigt hat, nein, diejenigen, die für die Botschaft offen sind, die sich läutern lassen wollen, die sich reinigen lassen wollen, die haben eine höhere Priorität bei dir. Und deswegen, Abasa wa Tawalla, er blickte düster und kehrte sich ab. An ja'ahu al-a'ma, weil der Blinde zu ihm kam. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, was lässt sich wissen, vielleicht läutert er sich. Au yazzakkaru fatanfa'ahu al-dhikra, oder bedenkt, sodass ihm die Ermahnung nützt. Amma man istaghna, was nun jemanden angeht, der sich für unbedürftig hält. Fa anta lahu tasadda, so widmest du dich ihm. Wa ma alayka alla yazzakka, obgleich es dich nicht zu kümmern hat, dass er sich nicht läutern will. Was aber jemanden angeht, der zu dir geeilt kommt und dabei gottesfürchtig ist, von dem lässt du dich ablenken. Keineswegs, gewiss, es ist eine Erinnerung. Ganz, ganz wichtig. Ich muss Prioritäten in der Da'wa setzen. Ich muss wissen, mit wem ich Da'wa mache. Für wen ich meine Zeit opfere in der Da'wah. Für jemanden, der mich bekämpft und bekriegt. Ja? Vielleicht wird Allah ihm Hidayah geben, mag sein, aber es ist eher die Ausnahme. Aber was ist mit den vielen Menschen, die offen sind, die dir zuhören, die bereit sind, mit dir zu reden, die vielleicht eine Ermahnung brauchen, die vielleicht sogar auf der Suche sind? Auf die solltest du dich konzentrieren. Und dementsprechend ist das ist sozusagen die erste Meinung. Aus der entnehmen wir sozusagen dann auch diese wichtige Lehre. Die zweite Meinung sagt, nein, damit ist nicht gemeint, dass du nicht jeden ermahnen sollst, O Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, sondern mit diesem Vers in Surat Al-A'la ist gemeint, so ermahne, ja, obgleich die Ermahnung nützt oder nicht nützt. Und vielleicht kann man sogar beide Meinungen zueinander führen, indem man nämlich einfach sagt, ja, dass man sozusagen allgemein warnen soll und ermahnen soll und dann nochmal seine Zeit ganz besonders in, sozusagen, nutzen soll für diejenigen, die offen sind für die Ermahnung. Und jetzt zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala auf, wer die Ermahnung annimmt und wer sie ablehnt. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى. Bedenken wird jemand, der gottesfürchtig ist. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Meiden aber wird es der Unseligste. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبَرَى. Der dem größten Höllenfeuer ausgesetzt sein wird. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. Darin wird er hier auf weder sterben noch leben. Ganz, ganz wichtig. Diese Verse. Die zeigen uns nämlich auf, wem Allah subhanahu wa ta'ala hier die Hölle androht. Allah subhanahu wa ta'ala, er droht jenen die Hölle an, welche die Wahrheit erkannt haben, welche aber aufgrund ihrer Unseligkeit, aufgrund ihrer Boshaftigkeit die Wahrheit Allah subhanahu wa ta'ala überdecken. Und das ist der Kufr. Und deswegen nennt Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute Ashqa. Er ist der Unseligste. Warum? Weil es kommt zu ihm die Wahrheit, aber er lehnt die Wahrheit ab. Er ist gar nicht bereit, sich mit der Wahrheit auseinanderzusetzen. Er denkt nur an seine eigenen Gelüste. Er denkt nur an das diesseitige Leben. Und was diejenigen anbelangt, so wird sie Allah subhanahu wa ta'ala dann mit einem Feuer bestrafen,
in dem sie weder sterben werden, noch wirklich leben werden. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Also er wird sich immer auferstehen. Es gibt keine zweite Chance für ihn. خلاص. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala über sie spricht, spricht Allah ta'ala als Gegenpart über diejenigen, welche bereit sind, sich zu reinigen. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Wohlergehen wird es ja jemandem, der sich läutert und des Namen seines Herrn gedenkt, so betet er. Es gibt viele Ausführungen unter den Gelehrten über diese Verse. Manche Gelehrte haben gesagt, dass damit gemeint ist, dass man Zakat al-Fitr zahlt. Diese Meinung gibt es. Dass man Zakat al-Fitr zahlt. Warum? Weil bei Zakat al-Fitr geht es darum, dass ich mich reinige, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Zakat al-Fitr, für diejenigen, die es nicht wissen, ist das, was man zahlt am Ende von Ramadan, vor dem Eid-Gebet sozusagen, um sich noch einmal zu reinigen, als Unterstützung für die Bedürftigen und als sozusagen Reinigung für den Fastenden, wenn er Fehler gemacht hat während des Fastens. Und dann sozusagen Takbir macht, wa dhakara rasma rabbihi und fasalla, und dann sozusagen das Eid-Gebet verrichtet. Manche Gelehrte haben das bezogen im Allgemeinen sozusagen auf das Gebet. Und interessant ist, ja, dass die Hanafiten beispielsweise, die Ahnaf, also sozusagen der hanafitische Madhab, aus diesen Versen entnommen haben, dass man Takbiratul Ihram nicht unbedingt nur mit Allahu Akbar machen muss, sondern dass man auch sagen könnte beispielsweise Ar-Rahmanu Akbar oder Ar-Rahimu Akbar, also dass man irgendeinen Namen von den Namen Allah subhanahu wa ta'ala nehmen könnte, weil sie nämlich sagen, ja, dieser Vers bezieht sich auf das Gebet und das Gebet beginnt sozusagen, Allah sagt, wa dhakara asma rabbihi, und des Namen seines Herrn gedenkt am Anfang des Gebets mit sozusagen der Takbiratul Ihram, und Allah Ta'ala nennt hier allgemein irgendeinen Namen von seinen Namen. Also kann ich sozusagen dementsprechend dann auch einen anderen Namen nehmen als Allah. Also ich könnte sagen, Ar-Rahmanu Akbar, Al-Azimu Akbar. Ja, aber die meisten Gelehrten sagen, nein, das deutet nicht darauf hin, ja, und beziehen sich dann auch auf Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und sagen auch, dass diese Verse eigentlich nicht direkt etwas mit dem rituellen Gebet zu tun haben. Aber sehr, sehr interessant, dass man das daraus auch ableiten kann. Wichtig ist einfach, Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht jetzt hier am Ende der Sura noch einmal etwas ganz Wichtiges in diesem letzten Abschnitt. Es geht hier um die Grundlagen des Glaubens. Wir hatten am Anfang den Tawhid. Dann hatten wir nach dem Tawhid was? Die Offenbarung. Nach der Offenbarung kommt was? Kommt die Da'wah, dass ich sozusagen die Menschen zu diesem Weg einlade. Und jetzt sozusagen nach der Da'wah und dem Ausgang sozusagen der Menschen, die die Da'wah annehmen oder ablehnen, kommt jetzt etwas Grundlegendes. Etwas, womit jede Religion gekommen ist. Und was das Fundament eines jeden Glaubens ist. Und wer das nicht verstanden hat, der hat den Glauben nicht verstanden. Der macht aus dem Glauben einfach nur einen Dogmatismus, nicht mehr und nicht weniger. Also nur eine Religion der Regeln und der Gesetze, die aber völlig ihren, sag ich mal, ihren Geist und ihre Seele verloren hat. Es geht nur noch um, was ist halal, was ist haram. Und es geht überhaupt nicht mehr um die Frage, wie komme ich eigentlich wirklich Allah Ta'ala näher? Und wie werde ich eigentlich wirklich zu einem besseren Menschen? Und das spricht Allah Ta'ala jetzt am Ende der Sura an. قَدَ أَفْلَحَ, wer ist wirklich der Erfolgreiche? Erfolgreich ist derjenige, der sich läutert und reinigt. Der sich läutert und reinigt. Der bereit ist, immer wieder sein Inneres reinzumachen. Der bereit ist, immer wieder zu bereuen. Der sich auf das Jenseits konzentriert. Und der sich versucht, von den Gelüsten und den Versuchungen des diesseitigen Lebens abzuwenden. Das ist das, was die Grundlage für all das ist, was wir in der Sura am Anfang gehört haben. Du wirst nur dann den Tawhid richtig verinnerlichen können. Du wirst nur dann die Offenbarung richtig verstehen. Du wirst nur dann die Scharia richtig praktizieren. Du wirst nur dann ein richtiger Da'iya sein, wenn du bereit bist, dich die ganze Zeit zu läutern. Mujahadatun nafs. Taskiyatun nafs. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala hat an mehreren Stellen des Koran immer wieder das aufgezeigt, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einer Botschaft gekommen ist
wo es um die Leute rumgeht. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Der zweite Vers von Surat Al-Jumu'ah. Er ist es, der unter den Schriftkundigen einen Gesandten von ihnen hat erstehen lassen, der ihnen seine Zeichen verliest und jetzt sie läutert und sie das Buch und die Weisheit lehrt, obgleich sie sich ja zuvor in deutlichem Irrtum befanden. Du musst dich immer wieder als Muslimate immer wieder reinigen, immer wieder zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Das geht leider manchmal unter. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mir so Diskussionen im Internet anschaue oder unter Jugendlichen, dass es immer um diese Gesetzesfragen geht. Halal, haram, halal, haram. Es ist gut natürlich, dass ich als Muslim weiß, was halal, was haram, ist gar keine Frage. Aber manchmal habe ich das Gefühl, das ist unser einziges Thema. Und wir glauben, sobald jemand, wie gesagt, ja, bestimmte Dinge einhält, ist er ein guter Muslim. Nein. Damit du ein guter Muslim bist, damit du wirklich bei Allah Ta'ala eine Stellung hast, musst du bereit sein, dich immer wieder zu läutern. Denn du kannst Gefahr laufen, wenn du das nicht tust, dass du Hochmut entwickelst. Und das ist schlimmer, als wenn du vielleicht sozusagen große Sünden begehst, ja, und das immer wieder bereust, als wenn du glaubst, du bist auf dem richtigen Weg und entwickelst Hochmut. Glaubst, du bist besser als andere. Und dementsprechend, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَّرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Ganz wichtig, die Grundlagen. Wie mache ich Tazkir? Indem ich viel Allahs gedenke und indem ich immer wieder mein Gebet verrichte, meine Beziehung zu meinem Schöpfer aufrechterhalte. Damit ist nicht nur das rituelle Gebet gemeint. Damit ist meine enge und intensive Beziehung zu meinem Schöpfer gemeint. Dass ich mich immer wieder ermahnen lasse, erinnere und dass ich immer wieder versuche, Allah näher zu kommen. Durch Taube, durch eine Reue, durch Istighfar. Indem ich Allah um Vergebung bitte. Das sind die Grundlagen unseres Glaubens. Was hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt? Ya ayyuhan nas, o ihr Menschen, tubu ila Allah, kehrt reumütig zu Allah zurück. Wastaghfiru, und bittet ihn um Vergebung. Fa inni atubu ilayhi fil yawmi mi'ata marra, weil ich nämlich am Tag 100 Mal reumütig zu Allah zurückkehre, Taube mache. Das sind die Grundlagen. Wir brauchen das. Das macht uns aus. Und jetzt zeigt uns nochmal Allah Ta'ala auf, warum manche Menschen von diesem Weg abkommen. Und warum manche Menschen sich nicht bereit sind zu läutern. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Nein, vielmehr zieht ihr das diesseitige Leben vor, während das Jenseits besser und beständiger ist. So einfach. Allah bringt es auf den Punkt. Wenn du wissen willst, woran es liegt, dass du Allah nicht näher kommst, dann musst du dich über deine Einstellung fragen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass ich die Dunya zu meinem Dar al-Qarar gemacht habe. Zu sozusagen meiner bleibenden Stätte. Die Dunya ist für mich alles. Und ich habe nicht wirklich das Akhira verinnerlicht. Weil jemand, der das Akhira verinnerlicht, der wird sich darauf konzentrieren. Der wird sich reinigen, der wird sich läutern. Der wird versuchen, sich immer wieder anzustrengen. Wenn er einen Fehler macht, steht er wieder auf und macht weiter und versucht immer, Allah näher zu kommen. Und deswegen hört man, was Allah Ta'ala an anderer Stelle in Surah Al-Baqarah sagt. Und er spricht genau über diese Krankheit und was der Grund und die Ursache dafür ist. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Gebetet ihr etwa den Menschen Frömmigkeit und Güte, ja? Und vergesst euch selbst, obwohl ihr das Buch lest. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Besitzt ihr dann keinen Verstand? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Und sucht Unterstützung in der Geduld und im Gebet. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Und das ist eine große Sache, außer für die Demütigen. Wer sind die Demütigen? Wem fällt es leicht zu beten und Geduld zu haben? In Bezug auf die Versuchungen des Diesseits? الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diejenigen, die glauben, verinnerlichen, dass sie auf ihren Herrn treffen werden, und dass sie zu ihm zurückkehren werden. Es geht immer um die Frage meines Inhalts. Habe ich das verinnerlicht oder habe ich das nicht verinnerlicht? Mal ganz ehrlich. Viele Menschen sind nicht bereit, für das Jenseits etwas zu geben. Warum? Weil sie nicht wirklich ganz sicher sind,
dass das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam der Koran gesagt hat, auch wirklich stimmt. Sie haben ein bisschen Zweifel. Wenn ich mein Geld einer Bank anvertraue und sie mir verspricht, dass ich so und so viel Prozent Zinsen bekomme, was ist dann? Dann bin ich freiwillig bereit, mein Geld, mein ganzes Vermögen einer Bank anzuvertrauen, die eigentlich gierig sind. Die wollen mein Geld. Also ich vertraue Menschen mein Geld an, mein ganzes Geld, ja, mein ganzes Vermögen, die eigentlich im Grunde genommen scharf auf dein Geld sind. Aber wie gesagt, ich vertraue ihnen. Obwohl das Vertrauen eigentlich nicht unbedingt immer gerechtfertigt sein muss. Wir wissen, es gab immer wieder Banken, die pleite gegangen sind, wo die Menschen nicht bei ihr Geld gekommen sind. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt im Koran, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. Wer ist bereit, Allah ta'ala einen Kredit zu geben, auf das er ihn um ein Vielfaches vermehrt? Allah spricht hier. Und er sagt, du kriegst den höchsten Zinssatz, den du überhaupt vorstellen kannst. Ja, du willst Geld investieren? Ja, bitte, du kriegst den höchsten Zinssatz, den du überhaupt vorstellen kannst. Mehr als jede Bank. Mehr als jede Investition, die du in deiner Diesseits machen könntest. Und trotzdem fällt es uns ganz schwer, etwas zu geben. Das ist komisch, oder? Woran liegt das? Das ist der Unterschied zwischen uns und zwischen Abu Bakr. Abu Bakr, er hat sein ganzes Vermögen gegeben. Warum? Weil er wusste, verlass. Ja? Wenn ich das ganze Vermögen gebe, ich kriege das zurück in jedem Fall. Er hat all dies verinnerlicht und deswegen war er As-Siddiq gewesen, das hat ihn ausgemacht. Und deswegen ist er derjenige gewesen, der sich geläutet hat. Und deswegen haben auch manche gesagt, dass mit diesem Vers Abu Bakr As-Siddiq gemeint ist. Andere haben gesagt, es ist Uthman ibn Affan, der mit diesem Vers gemeint ist. Qada aflaha man tazakka, sozusagen, erfolgreich ist derjenige, der sich läutet und reinigt. Das heißt, egal um was es geht, ob es um Spenden geht, ob es um gute Taten geht, ob es um das Gebet geht, es ist immer eine Frage des Yaqins. Immer eine Frage der Gewissheit, ob es wirklich ein Erdgeld gibt oder nicht. Weil wenn ich sehen würde mit eigenen Augen, dass mein Geld sich vermehrt bei Allah Ta'ala, und wenn ich mein Haus im Paradies sehen würde, und wenn ich all die Gärten sehen würde, und jedes Mal, wenn ich etwas Gutes tue, ich würde das sehen, wie sich das im Paradies vermehrt und wie ich plötzlich Schlösser im Paradies habe, Allahu Akbar, ich würde wahrscheinlich gar nicht mehr schlafen. Und dementsprechend, ja, بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ihr bezieht sozusagen das diesseitige Leben vor. وَالْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى, und das jenes ist besser und beständiger. Eigentlich ganz einfach. Wenn ich also immer Probleme habe, etwas Gutes zu tun und mich zu reinigen, dann muss ich mir genau darüber Gedanken machen. Wie steht es eigentlich um mein Iman? Wie sehr habe ich wirklich verinnerlicht, dass es ein Jenseits gibt, ein Paradies gibt? Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala ganz am Ende, Inna hadha lafi suhufi al-ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Dies ist wahrlich in den früheren Blättern enthalten, den Blättern Ibrahims und Musas. Und dieser Abschluss ist unglaublich wichtig. Warum? Weil mit diesen letzten beiden Versen wird noch einmal aufgezeigt, dass all das, was wir in dieser Sura finden, die Quintessenz aller Religionen und aller Offenbarungen gewesen ist. Egal welche Religion, ob Nuh alayhi salam, ob Musa alayhi salam, ob Isa alayhi salam, wenn du die Quintessenz, ja, jeder Religion kennen möchtest, musst du nur Sura al-A'la lesen. Und dann weißt du es. Alle Propheten sind genau damit gekommen. Tawhid. Dass ich, wie gesagt, mich mit dem Jenseits beschäftige, dass ich mich läutere. Das sind die Grundlagen aller Religionen. Wenn du verstehen willst, womit alle Propheten gekommen sind, dann musst du nur diese Sura lesen. Suhufi Ibrahim wa Musa. Und hier am Ende zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala noch einmal etwas ganz, ganz Wichtiges auf, nämlich dieser Glaube, nicht nur sozusagen an das Jenseits und an Allah subhanahu wa ta'ala, sondern hier wird noch einmal etwas ganz Wichtiges bestätigt, nämlich der Glaube an die Offenbarungsschrift und an die Propheten. Dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschheit nie allein gelassen hat, sondern es immer Menschen gab, die Allah ta'ala gesandt hat, damit sie die Menschen erinnern. Eine der wichtigsten Grundlagen unseres Glaubens. An tu'mina billah, dass du an Allah glaubst. Wa malaikatihi, an die Engel. Wa kutubihi, an seine Offenbarungsschriften. Wa rusulihi, und an seine Gesandten. Wa liyawmil akhir, und an den jüngsten Tag. Wa bil qadari khayrihi wa sharri, und an die Vorherbestimmung im Guten sowie im Schlechten. Und damit schließt die Sura ab.
Und wir sind auch somit zum Ende gekommen, was jetzt Surat al-A'la betrifft. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Dinge verinnerlichen lassen. Amin.